Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bella Italia. Und wir sind heute in Rom. Was ganz Neues, ein neuer Bereich, aber allerdings nur das eine Video muss ich ja dazu geben. Und der Rick ist auch dabei. Hallo. Ja. Hallo. Ja, Rom, ne? Kenne ich ja noch gar nicht. Du, also bin neugierig, was du da fabriziert hast. Also ja, wir bauen wie unschwer zu erkennen das Kolosseum. Ja gut, okay, da hätte ich auch kommen können. Ja, sicher. Also das Ende von Fahrt kenne ich ja auch. Ich weiß nur nicht, wie es entstanden ist. Aber das Kolosseum. Sehr wirr ist es tatsächlich entstanden. Also. Ja, ich merke schon, es ist spannend, wie du diesen Kreis baust. Oder halt, eigentlich ist es ja kein Kreis, ne? Es ist ja ein Oval, ja. Also das Kolosseum ist ja ein Oval, kein Kreis. Und krass, so ja, groß war das Ding. Ich werde es wahrscheinlich gleich wieder weglöschen. Ich glaube, ich lösche es auch gleich wieder weg. Ich habe leider nur den einen Part. Ich weiß nicht, warum ich da nicht mehr aufgenommen habe. Vielleicht einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß es nicht. Naja, es ist Hauptsache, wir können überhaupt irgendwas sehen von Rom. Das ist ja schon mal gut. Nee, wir haben ja gesagt, für den Parks die, oder Bereichen, die wir halt nicht aufgenommen haben, wenn wir dann eine kleine Parktour, das wird dann hier auch passieren. Ja, ich denke, wir werden nur mal durch den ganzen Park oder halt durch die einzelnen Bereiche durchgehen, wahrscheinlich durch die einzelnen Bereiche, dann sind das so ein 5-Stunden-Faktor. Die halt nicht gezeigt werden oder nicht gebaut worden sind, halt so. Ne? Ja, ich denke mal, das machen wir so ähnlich wie in Universal auch, ne? Dass wir nochmal Bereiche durchgehen am Ende. Ja. Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ich sehe schon, das ist aber auch kein so richtiges Oval, ne? Oder? Das ist mehr ein Ei. Nee, das kommt gleich. weil ich habe dann irgendwie geguckt, so, irgendwie passt das nicht. Da habe ich es wieder gelöscht irgendwie. Ja, so freie Schnauze, nee, so ein Kreisbau ist ja, nicht so einfach. Ich habe dann tatsächlich einen Kreis gebaut und habe dann die Gegenüber dann einfach rausgelöscht und dann hatte ich halt einen Oval. Ne? Ah, okay. Ja, ich glaube, du hättest es auch gemacht. Erstmal einen Kreis bauen und dann ein bisschen was davon weglöschen, ja. Oder halt dazu packen. Ja, krass, dass das Kolosseum so groß ist. Ich weiß, dass es groß ist, aber ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so viel Platz eingenommen hat. Es ist riesig, ja. Da ist ja der Aussichtsturm drin. Wie heißt das andere Ding da? Genau, was da auch steht. Ich weiß es auch nicht. Genau, das ist drin. Und es sind natürlich auch die Ruinen, die unten drin sind. Zwar nicht so, wie sie eigentlich sollten, aber künstliche Freiheit nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, also ich behaupte einfach mal, dass man trotzdem erkennen kann, was das hier sein soll. Im Kolosseum halt. Das ist ja das Einzige, was zählt, ne? Das ist ja ein Freizeitpark. Das muss ja eigentlich nicht so akkurat sein wie alles andere, was wir in diesem Park bauen. Ich meine, wenn wir schon Italien bauen, dann will ich es ja auch einigermaßen akkurat haben. Ne? So ist ja nicht. Also zumindest die Sehenswürdigkeiten. Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Das müsste man, glaube ich, während diesem Park auch schon gemerkt haben, dass wir da alle schon relativ genau sind, was das angeht. Genau, dann ist ja nicht nur noch das Kolosseum, wir haben ja auch den Trevi-Brunnen. Also bei der größten Kolosseum hättest du mir auch sagen können, dass es nur das Kolosseum hat ausgereicht. Nee, ich wollte halt unbedingt, ne, Rom ist ja mehr als nur, ne? Ach, wirklich? Ich war noch nicht da. Gibt es halt noch den Trevi-Brunnen, den habe ich natürlich auch gebaut. Ja, das ist sehr löblich. Ich glaube, du hast so eine kleine Stadt da drumherum noch gebaut, ne? Mal so ein Dorf, so ein paar Häuser halt, ne? Ein paar Häuser halt, ne? Und eine Eisdiele. Was hast du jetzt eigentlich genug haben? Nee, in Italien kannst du nicht genug Eisdielen haben. Was hast du denn noch als in dem Video aufgenommen gehabt? Also tatsächlich nur jetzt hier Kolosseum. Ah, okay. Ja, dann kann ich ja schon mal ein bisschen die Parktour spoilern. Da steht auch noch ein paar andere Häuser rum. Ja, hast du schön gemacht. Ja, ich kann halt nicht viel dazu sagen. Es ist halt Kolosseum. Durch das Kopieren war nicht halt alles sehr akkurat, wie es sollte. Deswegen ist da eigentlich viel rumgefummel und einfach nur schön machen irgendwie. Ja, das ist doch eigentlich dadurch noch akkurater, oder? Ist das Kolosseum so perfekt gebaut? Ich weiß das gar nicht. Ich hatte zumindest auf dem zweiten Bildschirm halt, ne?
Also, das Kolosseum da. Ich habe so den Eindruck bekommen, als wir es hier gebaut haben, dass er eh nicht so richtig akkurat und perfekt ist, dass es ja eh alles in Italien so ein bisschen krumm und schief ist. War es ja auch nicht. Ich meine, du stehst halt wirklich wortwörtlich neben dem schiefen Turm, ne? Also, dir ist nichts wirklich gerade. Ich finde es aber auch gut, dass dieses, ich glaube, jetzt zweitgrößte Gebäude oder so, genauso wie das andere Riesengebäude, weit in der Mitte vom Park jetzt stehen. Finde ich super. Ja, genau. Das ist das größte Problem an dem ganzen Park. Dass der Bahnhof da so riesen drinnen steht, also so mittendrin, verdeckt einfach alles. Da kommt hier die Kathedrale vom Blue Fire, die verdeckt alles. Und dann kommt noch das riesen Kolosseum, das verdeckt auch alles. Das sind so die drei größten Gebäude, die hier einfach alles... Die größten Gebäude sind in der Mitte des Parks, ja. Ja, generell ist in dem Park, glaube ich, das Layout einfach ein Problem. Also das war ja eigentlich auch alles anders geplant vorher, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben auch das anders geplant gehabt. Ja, es ist aber auch ein bisschen schwierig gewesen, das Ganze wirklich so zu planen, dass es auch anständig funktioniert und trotzdem noch nach Italien aussieht. Wenn man diese Grundform hat, dann bist du ja praktisch gezwungen, so eine Sackgasse zu bauen. Ja, klar. Wir haben halt Italien so nachgebaut, wie es Italien auch aussieht mit den Stiefeln und man läuft halt in eine Sackgasse, was wir machen. Ja, das ist so ein bisschen dem Layout von Italien selber geschuldet, ne? Deswegen haben wir ja jetzt irgendwie, ich glaube, drei Sackgassen im Park oder so. Ja, genau, Monza ist ja auch eine Sackgasse, stimmt. Ja, richtig. Genau, Venedig ist auch eine Sackgasse. Venedig ist auch eine Sackgasse und Sardinien ist auch eine Sackgasse. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja zum Glück zwei Fahrgeschäfte, die Transportzeugs machen, ne? Also. Ja, zum Glück. Die werden auch sehr gut genutzt, wenn Gäste drin sind. Ja, kann ich verstehen, würde ich auch. Also bevor ich den ganzen Tag mal zurücklaufe. Ja, stell dir mal vor, du willst von Sardinien nach Venedig. Da musst du schon ein bisschen laufen, das stimmt schon. Also da brauchst du, also wenn es da kein Transportzeug gäbe, bist du wirklich unterwegs. Ja, also ich denke, es ist schon ganz gut so, aber ja, das Layout ist halt das, was am ehesten irgendwie nicht so optimal ist im ganzen Park. Ja. Und irgendwie haben wir es jetzt auch hinbekommen, dass halt die größten Gebäude halt in der Mitte stehen. Wobei halt... sieht hier, ne, das Gepuzzelte jetzt hier. Ja, also so ein bisschen nochmal zurechtfriemeln, dass es doch irgendwie passt und so halbwegs aussieht, als wäre es so gedacht gewesen. Ja. Aber überall war es gleich Problem. Ja, ich glaube, wir waren uns bei Rom. Ich glaube, bevor du das Rom gebaut hast, haben wir so ein bisschen hinterher überlegt, wer jetzt Rom macht und was man da so bauen könnte, haben so ein bisschen Ideen ausgetauscht. Und ich glaube, das Erste, was irgendwie so feststand, war, dass wir diesen Aussichtsturm in das Kolosseum reinbauen wollten, die Mitte vom Park halt. Das war Grundidee Nummer 1 und die habe ich auch umgesetzt. Ja, find ich super. Also, man müsste mal bei der Parkrunde mal machen, müsste mal in den Aussichtsturm reinsetzen. Der ist echt perfekt an der Stelle. Du kannst halt da wirklich alles von sehen. Also, ich glaube... Achso, meinst du jetzt dann am Schluss, oder was? Ja, genau. Also wenn du in den Aussichtsturm reingehst, dann kannst du von da aus ja wirklich den ganzen Park aussehen von da. Ne? Das ist okay. Ach so meinst du das? Ich dachte jetzt hier im Video jetzt am Ende nochmal so ein... Wenn du willst, kannst du das natürlich gerne machen, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Fall noch habe, wo das alles noch so leer war, sag ich mal. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Hätte ich, glaube ich, auch nicht. Ja, dann müsst ihr vielleicht euch einfach gedulden sonst bis zur Parktour. Sonst spoilere ich ja den ganzen Park für Auto. Ja, das stimmt. Ja, dann wird der ganze Park schon fertig, das stimmt. Ja, dann kommst du bei der Parktour, ist ja auch okay. Ja, müssen wir halt ein bisschen Geduld haben. Hast du denn noch irgendwelche Bilder von dem fertigen Kolosseum? Oder hast du es komplett aufgenommen gehabt? Ich habe es komplett aufgenommen vom fertigen. Also jetzt vom komplett fertigen. Ja, so halt irgendwelche Cinematics oder irgendwas von dem Stand hier. Also ja, gut. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ah ja, wir werden es ja nachher sehen. Ja, ich werde da schon irgendwas finden. Ich habe ja noch ein paar alte Files, vielleicht habe ich ja Glück und da ist irgendwie noch der erste Entwurf oder so, keine Ahnung. Ja, es ist halt, klar, ist immer so ein bisschen zusammenpuzzelt, wenn so ein Aufnahmestopp zwischendrin ist. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja cool, dass wir überhaupt irgendwas sehen können. Ja, klar. Deswegen, ja. Ja, dann, ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas gebaut? Du baust gerade Sonnenschutz, was ist denn das? Achso, das sind die Tribünen, Das sind Tribünen jetzt, die langsam kommen, ja. Aber ich habe sie, glaube ich, gar nicht zu Ende gebaut. Ich glaube, das ist am Ende doch nur so ein Sonnenschutz geworden.
Ich habe ja noch Monster gebaut. Monster habe ich ja auch nicht aufgenommen. Das war ja eigentlich von Cuyahoga dann der Bereich gewesen. Wir haben noch so einiges zu zeigen, ne? Ja, aber nicht alles aufgenommen. Eigentlich habe ich nur aufgenommen die Bereiche, die ich auch wirklich hatte. Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es bald nur noch Venedig-Folgen. Ja, gut, wir haben noch ein paar Da Vincis haben wir noch. Ja, auch nicht mehr so viele, oder? Auch nicht mehr so viel und dann kommt Venedig und dann ist Feierabend. Ja, Pompeji habe ich noch. Aber Pompeji hast du noch, hast stimmt, ja. Pompeji ist auch nicht so viel. Es könnte echt sein, dass dieses ganze Let's Play hier genauso anfängt, wie es aufhört mit Venedig. Das könnte halt wirklich passieren. So lustig. Ja, schließt sich der Kreis, ne? Na eben. Ja. Genauso wie du das auch gerade machst hier, ne? Kreis geschlossen. Oder oval. Kreis geschlossen. Ja, klar. Die Feinarbeiten habe ich dann irgendwann auch nicht mehr aufgenommen. Das war mir dann irgendwie zu blöd. Ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo ich das hinkommentieren soll, weil ich nicht weiß, bis wohin es aufgenommen ist. Ja, ich glaube, das hört jetzt gerade auf. Ah, okay. Vorbei, es gibt auf jeden Fall noch einen Boden und es gibt noch Wandverkleidung. Die Ruinen gibt es dann halt noch, nur halt nicht gerade zur anderen Seite, sondern halt rundlich. Ne? Ja, das zeigen hat wir halt alles dann auch noch. Hat halt anders nicht gepasst, aber ja, ich glaube, ich nehme das einfach hier so als Cinematic dann halt so im Hintergrund auf. Sehr gerne. Ja, sieht man ja schon, wahrscheinlich dann auch gleich jetzt. So, ja, so, aber ja, Bart ist zu Ende und ja, ein bisschen kürzer, aber. Es ist doch alles gut. Ist doch alles gut, passt dann, noch. Dann sehen wir uns in einer nächsten Folge, würde ich sagen. So schaut's aus. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr.